Das ist ja auch eine Gruppe, die sozusagen sehr, sehr aktiv ist. Genau, vielleicht kann einer von euch nochmal sagen, was ist Emotet eigentlich, was ist ein bisschen die Historie dahinter, das ist ja auch ganz spannend. Und dann können wir noch gucken, wie sich das eben weiterentwickelt. Hat sich auch ein bisschen verändert, ne? Also das Businessmodell von Emotet. Also diese Emotet-Gruppe, die sind ja schon länger aktiv, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange. Aber die haben auch angefangen mit der Banking-Trojaner-Schiene, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die ja heutzutage eher, sagen wir mal, Verteiler. Und das wäre quasi einer von den Distributoren, die haben mal infizierte Maschinen. Und dann kannst du ins Untergrundforum gehen und sagen, ich habe mal hier eine Ransomware gekauft und einen Packerdienst gekauft. Könnt ihr das mal bitte auf 1000 Clients ausrollen? Und muss ich dann noch irgendwas können, oder? Als jemand, der sowas macht? Nö. Wenig. Du bezahlen können, ja. Also du kannst es tatsächlich hinkriegen, dass du ohne im Prinzip ernsthaften Finger zu rühren, gehst du halt wirklich hin und sagst, ich kaufe mir bei denen die Infektion. Die Schadsoftware kaufe ich mir natürlich auch irgendwo. Ich kaufe mir denjenigen, der mir die Hülle dafür bereitstellt. Kann ich ja, wie gesagt, sogar as a Service machen. Also, dass die immer automatisch die Hülle updaten, wenn denn irgendein AV-Produkt mich erkennt. Dann will ich das Geld, will ich natürlich auch gar nicht selber haben. Ich habe ja keinen Bock, mich um Geldwäsche zu kümmern. Da hole ich mir auch einen ran für. Ich hole mir einen für Distribution ran und am Ende kommt halt von denjenigen, die das Geld waschen, kommt halt irgendein Betrag in Bitcoins oder so bei mir im Wallet an und gemacht habe ich selber vielleicht nicht. Okay. Bei Emotet haben wir so im Durchschnitt so um die 200 Varianten am Tag gesehen. Also wiederum neu gepackte Varianten, nicht eben neu entwickelt. Aber da wird natürlich klar, innerhalb von wenigen Minuten kann sich das kein Analyst immer anschauen. Ne? Das heißt, wie können wir auch mit dieser Herausforderung umgehen? Naja, also die sind, wie gesagt, natürlich eine extrem aktive Gruppe gesehen. Die haben wir auch in Deutschland, also die haben sich über Spam verteilt, auch tatsächlich über ein anderes Botnetz nach allem, was man weiß. Das haben die also tatsächlich sich gar nicht so selber drum gekümmert, aber das war unglaublich effektiv. Also die haben halt diese ganzen Geschichten, was so alle Jubeljahre mal rankommt, so diese Vodafone-Rechnungen und dergleichen, die dann halt ankommen in, also vermeintliche Vodafone-Rechnung, wo dann halt irgendein Anhang ist, wo natürlich jeder sagt, ich bin noch kein Vodafone-Kunde. Da muss ich ja mal angucken, was die da gemacht haben. Oder ich glaube, die hatten auch Bewerbungen. Ne? Viele Sachen. Ich habe, glaube ich, auch sehr gute, sehr täuschende, echte Apple-Rechnungen bekommen vom App Store. Da war, glaube ich, auch ein Emotet dahinter. Also die sind da schon ziemlich gut gewesen. Und wie gesagt, die haben dann halt die Varianten, wenn die einmal installiert waren, aber bei denen hat, wie gesagt, das Businessmodell ein bisschen anders war. Die haben halt im Prinzip nur, waren quasi nur Infektionsdienstleister für andere Gruppen wiederum. Oder welche Art von Gewinnteilung auch immer die hatten, so genau weiß man es ja nicht. Und ja, dadurch, dass die dann wahrscheinlich häufiger mal auf andere Gruppen warten mussten, dass sie denen tatsächlich die Installation weggekauft haben, konnten die halt nicht, so wie der Benni gerade gesagt hat, bei Ransomware sagen, einfach, ja, wir machen einmal und danach ist uns relativ egal, ob uns jemand erkennt, sondern die mussten tatsächlich gucken, dass die diesen Zyklus möglichst lange aufrechterhalten und möglichst sogar immer schneller sind, also als das jemals ein AV-Hersteller sein kann. Aber die versuchen einfach möglichst lange auf dem System drauf zu bleiben. Die verkaufen die Infektion ja auch mehrfach. Also es ist ja nicht so, wenn da der eine infiziert ist und dann sagst du, hör mal, ich möchte einen infizierten Rechner kaufen, damit ich meine Ransomware ausprobieren kann, dann verkaufen wir dir bestimmt diesen Client, dann kannst du das machen. Dann weißt du ja nicht, ob die bezahlen oder nicht. Und wenn dann der Nächste kommt und sagt, er möchte auch eine Infektion kaufen, dann würden die wahrscheinlich die gleiche Infektion auch an den Zweiten verkaufen. Also vielleicht hat der mehr Glück. Ja, sind auch so gern genommene Modelle, ne? Man sagt, erstmal versuche ich es mit einem Banking-Trojaner und da muss ich natürlich für die jeweilige Bank, muss ich einen Mechanismus haben, um die zu erwischen. Und nach 2 Wochen gehe ich davon aus, gut, entweder konnte ich dem Benutzer dann mit dem Banking-Trojaner, konnte ich dem irgendwie Kohle klauen oder auch eben nicht. Sei es mal drum. Und nach Ablauf von so einer 2-Wochen-Frist kriegt er als Abschlussgeschenk so eine Ransomware noch drüber gebügelt. Okay.